Und damit herzlich willkommen zur Pre-Job-Präsentation von MM Insomnia. MM verwendet den Titel Insomnia, also Schlaflosigkeit, mehr als Metapher dafür, die Nacht zum Tag zu machen, sich mit Partys, Alkohol, Drogen und oberflächlichen Beziehungen von seinen eigenen Problemen abzulenken, sich also zu betäuben, anstatt zu fühlen. Trotz der fortschreitenden Aufgeschlossenheit und Akzeptanz, spüren noch so viele Menschen eine Scheu davor, über ihre Gefühle zu sprechen und sich jemandem anzuvertrauen. Der Versuch, es mit sich selbst auszumachen, ändert nicht selten tragisch. Als Zeichen dafür, für jene, die nicht sprechen, habe ich mir heute den Mund zunehmen lassen. Zum Ablauf des Prejobs. Diesen Freitag, den 16. März um 19 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, für 24 Stunden auf mamvienna.com vorzubestellen. Der Prejob endet somit am Samstag um 19 Uhr. Ein Großteil unserer Stammkunden nutzt dieses Angebot, um sich so ihr gewünschtes Piece zu sichern und dann nicht bei offiziellem Release mit leeren Händen dazustehen, wenn die Produkte mal wieder soldat sind. Ihr haltet eure Produkte dann fünf Wochen nach eurer Bestellung und haltet euer Produkt dann schon eine Woche vor allen anderen bei offiziellem Release in euren Händen. MM Insomnia besteht aus drei verschiedenen Shirts, einem Poloshirt, drei Pullover. Zwei Hosen und diesmal auch zwei Accessoires, die alle die Storyline und den Ausdruck der Kollektion verkörpern. Das erste Shirt, das ich hier vorstellen möchte, ist das M&M LSD-Shirt. Mit einer lange entwickelten Tide waschung ist es ein besonderer Eye-Catcher der Kollektion. Besonders zu erwähnen ist der Kragen, die Ärmel und auch der Bottom der Shirts. Diese wurden nämlich von Hand distressed und geben dem Shirt einen zusätzlichen Roughen-Look. An der Front des Shirts erkennen wir den farblich minimalistischen Insomnia-Schriftzug und an der Rückseite wurde ein Kunstwerk von der russischen Künstlerin Alisha Kuscherow verarbeitet, das besonders den Vibe des depressiven Gedankenkarussells verkörpern soll und sich so gut mit dieser strudelförmigen Färbung des Shirts verbindet und ausdrückt, wie man sich quasi in seinem eigenen Loch verliert. Artwork und Gestaltung dieses Pieces symbiotisieren hier meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Kommen wir nun zum nächsten Shirt, das MEM Fake Smile Shirt. Ein schlichtes cremeweißes Shirt ohne Distress, das wie auch die anderen Shirts aus der Kollektion 300 GSM hat. Also sehr, sehr heavy Material mit einem plakativen Frontprint vorne. All I wanna wear is a fake smile and this T-Shirt. Auch hier natürlich wieder eine Anspielung im sozialen Leben, seine Maske aufzusetzen. Wenn wir uns das Backprinting ansehen, erkennen wir das MEM Logo, das technisch von unserem MEM Künstler Ricardo Hackel an die Front des Frontprintings angepasst wurde. Nun zu unserem dritten und letzten Shirt, das MEM Bipolar Shirt. Auch hier wurden plakative Schlagworte genutzt, die zum einen eine chaotische Gefühlswelt, zum anderen aber auch einen starken Charakter zeigen, der zu sich selbst und seinem Wesen steht. Für den farblichen Touch finden wir unten noch ein kleines MEM-Logo, das wir an die vorige Kollektion anschließen lassen. Der Backprint ist ein Artwork, das wie ein Patron für die Eigenschaften des Frontprintings steht und dem Piece zusätzliche Ausdrucksstärke gibt. Das letzte Shirt ist das MM Polo Shirt. Das Polo immer noch aufgrund seiner Herkunft konnotiert mit so einem leichten Bonzen Vibe, etwas abgehoben und unnahbar, hat besondere Aufmerksamkeit von uns bekommen. In einer langen Entwicklungszeit haben wir versucht, dem Ganzen mit Hilfe von Enzymwaschungen und Distress Elementen an Kragen, Ärmelöffnungen und Bottom einen ganz anderen Touch zu verpassen. Locker, aufgeschlossen und trotzdem leicht mystisch, kalt. So soll das Ganze wirken. Der Spagat zwischen Classy und Streetstyle wurde hier umgesetzt und somit wurde ein völlig neues Produkt am Markt erschaffen. Kommen wir nun zu unserem ersten Hoodie, unser MM Gift Hoodie. Mit einem sehr auffälligen Colorway ist er auch ein Flagship in der Kollektion. Das Frontprinting mit der Kollektionsbezeichnung ist hier verschwommen gestaltet worden, so als würde man durch die Augen eines Menschen unter Beeinträchtigung sehen. Auf den Ärmeln wurden von Ricardo Hackl tanzende Skelette integriert, die anzeigen, wie man zwar äußerlich feiert, während man aber innerlich vielleicht schon tot ist. Ein sehr, sehr starker Ausdruck. Neben seinen 500 GSM ist er auch wie die anderen Hoodies sehr, sehr schwer und hat auch eine weitere Besonderheit und das ist die versteckte mit Zip verschlossene Tasche unten am Bund nicht sichtbar weiß nur der Träger da können natürlich dann gewisse Dinge versteckt werden kommen wir nun zu unserem ersten Zip Hoodie trotz des schlichten Colorways und dem gewünschten ersten Eindrucks eines Basic Hoodies sticht er jedoch besonders durch die Linienführung des Zipverschlusses hervor natürlich wieder mit der M&M Wäscheklammer als Zippuller verfeinert er das ganze Piece Gibt dem einen Eyecatcher-Look. Um die Kurve herum wird der Zip gefehlt und äh, ja, erweckt jedes farblich schlichte Outfit damit zum Leben. Unser letztes Top der Kollektion ist der M&M Sweater. Durch die besondere Enzymbehandlung haben wir hier eine einzigartige Waschung erreicht, die einen schwarzen Sweater zum absoluten Eyecatcher macht. Ein Muss in jeden Kleiderschrank. Nochmal verfeinert mit einem kleinen MEM Stitching und dem Handmade Distressed an Kragen, Bottom und Ärmeln bleibt nur die Waschung im Fokus. Besonders zu erwähnen ist der Schnitt des ist, der jeder Figur schmeichelt und zu so einem relativ breiten, boxy Auftreten des Trägers führt. Wir kommen nun zur ersten Hose. Nach dem extrem erfolgreichen Carpenter Jeans der letzten Kollektion haben wir hier die Version 2.0 erschaffen. Im schwarzen Colorway wurde diese Hose ebenfalls mit Enzymen behandelt, um diese extravagante Waschung zu erreichen. Diesmal haben wir jedoch einen etwas dickeren Stoff verwendet und die Hose wurde in Portugal hand distressed und mit einem Lederpatch verfeinert. Auch hier ist jedes Piece ein Unikat. Geht bei der Größenwahl auf eure übliche Größe, um so einen baggy Fit zu erhalten, oder eine Nummer kleiner, wenn er mehr auf diesen Straight Look steht. Die letzte Hose der Kollektion ist unsere Digital Hose. Farblich sehr urban gehalten und mit Bleichelementen an Hosennaht verfeinert, ist auch hier jede Hose ein Unikat. Der lockere Baggy Fit in Kombination mit dem edlen Lederpatch schafft auch hier ein sehr spannendes Produkt, das in jeden Kleiderschrank gehört. Nun zu den letzten Accessoires der Kollektion. Ich trage hier schon die MM Brille. Schlicht in Schwarz gehalten stechen die gelben Lenses hervor. Mit dieser Farbwahl und der UV-Protektion sind die allerdings nicht nur für den Tag, sondern auch für diverse Clubnächte geeignet und sorgen hier auch für in der Nacht für eine ganz besondere Optik. Das letzte Accessoire, an dem wir auch lange getüftelt haben, ist die MM Bag. Eye natürlich auch wieder die Waschung, aber auch die oberen Tragegurte, die so ein bisschen das M von MM darstellen sollen. Das Besondere daran ist, dass man auf der Seite an den Kordeln ziehen kann und sich die Tasche wie einen Rucksack umhängen kann, wenn die Last zu so schwer ist oder wenn man einfach keine Lust mehr hat, die Tasche zu tragen. Eine Funktion, die so einzigartig ist. Das waren die Pieces der Kollektion. Der Ausdruck ist hier sehr plakativ und stark gewählt, um nicht nur eine Message zu senden, sondern vielleicht auch jedem, der es möchte, die Möglichkeit zu bieten, sein Produkt nicht nur als modisches Accessoire, sondern vielleicht auch als Ausdruck seiner Gefühle zu tragen. Ein Teil der Einnahmen wird gespendet, um die Suizidprävention zu unterstützen. Wir möchten nicht nur Statements setzen, sondern auch tatsächlich was bewirken. Wir freuen uns somit doppelt über jeden Kunden, der uns unterstützt. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.